darfst du machen. Aber ja, hallo, wir sind vom MMORPG Radio und würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen zu den ganzen Spielen, die Sie hier aufgebaut haben. Aber als erstes würde ich sagen, Sie stellen sich einmal vor. Ja, wir sind Rakia, das ist unser ganzes Lager und wir haben uns halt Kinderspielen und, oder Spiele für Erwachsene und Kindern ausgesucht im Bereich des Mittelalters und der Zeitleiste nach hinten zurück und ja, ziehen damit durch die Lande. Die Mittelalterspiele, also das sind tatsächlich Spiele, die im Mittelalter gespielt wurden oder sind da auch Spiele bei, die es dann nicht im Mittelalter gab? Also die meisten Spiele sind wirklich aus dem Mittelalter und in der Zeitleiste zurück. Wir haben einige Spiele dabei, wie das Zenit, das ist von 2500 vor Christi bei den Ägyptern gefunden worden. Ja. Dann haben wir Spiele dabei, die kommen aus dem hohen Norden. Das ist so das Cube drüben auch. Ja. Das ist von den Wikingern. Da weiß man nicht so ganz genau, wann die das entdeckt haben. Und da streiten sich auch die Kubaner noch mit denen drum, ob es nicht auch von denen kommt. Und wir haben aber auch ein paar Spiele für kleinere Kinder, die wir selber ausgedacht haben, weil die Mittelalterspiele sind Strategiespiele. Und für die Kleinen, die schaffen das noch nicht. Wir haben gerade ja auch einmal dieses Spiel hier vorne auf dem Rasen. Kann die Kamera da einmal hinschwenken? Genau, das... Richtig. Das Spiel auf dem Rasen da, wie heißt dieses? Das ist Runix und das ist das Spiel, was nicht mittelalterlich ist. Das ist selbst ausgedacht. Ach, na, weil ich gerade irgendwie hörte, das wurde irgendwie verboten wegen dem pentagrammartigen Symbol drauf. Nein, das ist so ein bisschen okay. Die Geschichte dazu, ein bisschen mittelalterlich angepasst, aber es ist einfach eigentlich ein Spiel für kleine Kinder, wo man Formen erkennen soll. Ah. Weil mit Zahlen und Strategie ist das ja bei den Kleinen immer schwierig. Und weil wir nichts hatten, was für die Kleineren war und immer ganz viele enttäuschte Gesichter bei den 3- und 4-Jährigen haben wir dann anhand eines Kneipenspiels, was mit Hölzern gespielt wird und mit Streichhölzern gespielt wird, haben wir das halt umgewandelt auf diese mittelalterliche Form. Schön. Wollen wir einmal darüber gehen zu den Spielen, dass Sie uns mal ein bisschen was zu erzählen? Wenn die Kamera das hinkriegt, dann kriegen wir auch ein Bild dazu. Was haben wir denn jetzt hier für Spiele aufgebaut? Also das ist Piratenjagd. Und das ist ein Spiel, was aus England kommt, was gesagt wird... zwischen den Legionären gespielt wurde, deshalb auch Piraten, also nicht Marine, Schiffsfahrer, deshalb auch Piratenjagd. Das Alter kann man bei dem leider nicht sagen, aber es heißt halt, dass es schon weit über 2000 Jahre alt sein soll. Es kann aber keiner wirklich sagen, wo es herkommt, wann es denkt. Es ist ein Vorläufer von vier Gewinn. Man muss bestimmte Steine setzen, bestimmte Kombinationen, wenn man so vier hat oder im Kreis vier hat, gibt bestimmte Punkte und jeder muss 100 Punkte erreichen. Mhm. Und die Spiele, die machen Sie jetzt selber? Die stellen wir selber her, mit einem Brennpeter, mit einem Bohrer und mit der Säge. Geht's dann los. Das heißt, mein Papa macht die Holzarbeiten und ich mache das mit einer Freundin zusammen, das Design. Das klingt interessant. Kann man das irgendwo auch auf einer Webseite anschauen, dass man jetzt Wir haben unsere Homepage, das ist www.drakia.de. Ja. Da kann man gucken. Da sind auch die Spiele erklärt, noch nicht alle, weil es gibt immer wieder neue, kommen immer wieder neue dazu und die Webseite ist halt, in Wintermonaten wird sie überarbeitet und jetzt haben wir Sommer. Schön. Da dauert es noch. Gibt es ein Spiel, was Ihnen besonders am Herzen liegt, was Sie irgendwie am liebsten mögen oder der Favorit unter den Spielen? Ja, das ist das Spiel, was der alte Sokrates schon gespielt hat, das Pen Alpha. Das ist ein Ein-Mann-Spiel, man hat 10 Steine und muss die auf 11 Löcher verteilen. Und damit haben die Gaukler in den Tavernen eigentlich ihr Armbrot verdient. Die haben das einmal gezeigt und gesagt, wer es nachmachen kann beim ersten Mal, der bekommt halt Geld von ihnen, ein bestimmter Einsatz. Und wenn man das nicht nachmachen konnte, musste man das Essen des Gauklers bezahlen. Und das mache ich hier mit den Familienvätern, über die keine Langeweile haben und hier rumstehen und immer, los, lass uns mal weiter und die Kinder spielen wollen. Dann sage ich, komm, wir spielen mal gegen 1 Euro. Ja, einmal vorzeigen und dann... So kommt auch Geld in die Kasse, ne? Ja, oder auch wieder raus, je nachdem. Es gibt auch Leute, die schaffen es. Genau. Jetzt spielen da hinten zwei junge Herren. Genau. Die spielen auch ein Spiel. Die spielen Hennefartafel. Das ist das Spiel von den Wikingern. Ja. Schach der Wikinger, ein Schachvorläufer und ist halt von 3000 vor Christi. Das haben die Wikinger mitgebracht auf ihren Raubzügen. Das hat man in den Booten, in den Fußboden eingeritzt gefunden. Aha, okay. Schön, dann bedanke ich mich Gerne für die schön. Aufklärung, was hier...
also ich habe auch selber von mittelalterlichen Spielen noch gar nicht so viel gehört, aber es ist ja doch naja, existent, viel, ne? Viel Recherche im Internet, viel ja. Recherche durch Bücher, dann findet man auch. Schön. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß hier. Ihnen auch. Danke.